Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, der Weg durchs Mega-Labyrinth. Und jetzt wird's heftig. Jetzt wird's übelste Sorte. Also wir lassen uns nicht lang aufhalten. Wir fangen sofort an und gehen durch das Mega-Labyrinth. Ich meine, er kennt hier absolut gar nichts, also... Oh, ihr Männer. Wenigstens, ja gut, selbst wenn ich die Böden rausgemacht habe, also man sieht es ja eindeutig, also... Oh, ihr Leid, ey. Ja, die Richtung ist schon mal ganz gut, das ist... Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht. So. So, jetzt kommt der erste Weg, wo wir schon überlegen müssen. Ja, ich muss ja darüber in die Richtung, also gehen wir mal da lang. Boah, Alter! Super. Ich würde sagen, das war klassisches Foul. Mal da. Boah, ey, da kriegst du ja auch einen Krebs, wenn du da durchläufst. Das ist ja Wahnsinn. Das Schlimme ist, wir sehen jetzt genau, wo wir hinlaufen müssen. Aber das Problem ist, man kommt nicht immer dahin, wo man unbedingt hin will. Das ist das Schlimme an der Sache. Also wir befinden uns immer noch relativ am Anfang. Also ich versuche jetzt mal einfach da irgendwie Stück für Stück Richtung da hinten rauszukommen. Das Schlimme ist, man erkennt nicht. Na, da ist dicht. Und nochmal, da bin ich hergekommen. Das heißt, ich muss hier. Nochmal da weiter. Man muss ja langsam mal in die Richtung da hinkommen. Tja, da ist dicht, ne? Da. Da. Ja, mal da weiter. Und wir kommen langsam. Oh, ihr Männer. Oh, ihr Männer. Da geht's nicht weiter. Also ich habe so ein dummes Gefühl, dass ich mich gerade wieder zurückbewege. So geht's nicht. Mal ein ganzes Stückchen weiter vor. Nee, da ist wieder dicht, da ist Glas. Und hier ist komplett dicht. Oh, ihr Schweine, ey. Halt, doch habe ich echt ein Meisterwerk vollbracht mit dem Gerät. Du, hey, leck die Welt am Arsch, ey. Also ich befinde mich jetzt hier irgendwo mittendrin. Ich weiß, wo ich hinlaufen muss, aber ich komme nicht hin. Ich finde es saukomisch. Schlimm wird es erst ganz am Schluss, wenn du schon einen Ausgang vor deiner Nase siehst und du kommst nicht hin. Das ist echt... Das ist echt mies, muss ich sagen. Vor allem, weil das ja so verwirrend ist hier mit den Gläsern. Also, da übersieht man ja ganz schnell mal irgendwie einen Weg, wo man vielleicht irgendwie rechts laufen kann, oder? Also, wirklich weit vorangekommen bin ich noch nicht. Na, gehen wir mal da lang. Nee, da ist Glas. Da
Ist Klaas? Ach, da ist er. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, ihr Männer! Darüber muss ich, ne? Na, da geht ja nicht weiter, da ist dicht. Da ist auch dicht. Jetzt bewege ich mich wieder nach hinten. Ich gehe mal da lang. Da ist dicht. Mal da weiter. Ah, zumindest komme ich jetzt langsam mal in Richtung dahinter. Also ich befinde mich im Moment in der Mitte. Also sollte ich zurücklaufen, muss ich dann den Weg rechts nehmen. Oh. Zurückkommen muss ich den Weg rechts nehmen. Gut. Oh, ihr Männer. Wo ist denn die Scheißtür? Da komme ich nicht weiter. Leck die Welle am Arsch. Oh. Ihr Männer, ey. Da geht nix. Da geht. Ach, da muss ich weiter. Okay. Oh, ihr Männer, ey. Ich sehe aber noch nicht einmal die Tür. Kann das sein? Also, ich. Aber die muss ja ungefähr da sein. Ne, da geht nix. Mal da. Wo ist dann die blöde Tür, sag mal? Ach, da drüben ist die Tür. Okay. Nee. Oder? Wo zum Geier ist die Tür? Ey, wenn man, ich sehe nicht immer die Tür. Das gibt's doch gar nicht. Wir gehen nochmal. Es ist seltsam. Wo ist die Tür? Ich befinde mich. Warum habe ich das dumme Gefühl? Warte mal, ich bin. Ich muss ja dahinter Richtung Pferderennbahn. Ich befinde mich einfach auf der falschen Seite. Müsste dahinter. Oder? Ja, ich muss da in die Richtung. Aber erst einmal dahinter kommen, das ist die Sache. Ich muss doch hinter in die Richtung. Oh, ihr Männer. Also ich muss dahinter in die Richtung. Also ich bin jetzt auf einem guten Weg. Thank you.
Wie gesagt, ich muss dahinter. In diese Richtung. Egal wie. Ich muss erst einmal zusehen, dass ich dahinter zumindest in die Nähe komme. Da hinten ist die Tür. Okay. Da hinten ist die Tür. Jetzt gilt es nur noch daran, irgendwie dahin zu kommen. Ihr Männer, du ist dicht, ne? Ne, da gehe ich ja wieder weg. Ich muss darüber. Ja? Ich komme in die Nähe. Das ist doch echt zum Kotzen. Ich bewege mich wieder langsam weg von dem Ding. Komm, aber gleichzeitig. Das ist doch offen. Oh, ihr Männer, ey. Gott, wie schlimm ist das, ey. Man sieht die Tür und kommt nicht hin. Es ist eng. Nein. Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Ich komm nicht hin. Ich steh direkt neben dem Thron, komm nicht raus. Ich krieg die Krise. Mal gucken, ob man da irgendwie rumkomme. Ja, 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 ja! Geil, ich hab's gepackt. Ja! Super! Ich hab zwar jetzt gerade meine Tür freck gemacht, aber das ist jetzt egal. Ich hab's tatsächlich gepackt. Alle drei Ebenen durchgelaufen. Wahnsinn. Ey, wie verwirrend das sein kann. Ey, ihr habt's gerade gesehen. Ich stehe direkt neben der Tür und komme ins Verrecken nicht rum. Geil. Absolut klasse. Also, damit habe ich es tatsächlich geschafft. Da steht auch Ausgang, ne? Ausgang Ebene 3. Jawohl. So, ich hoffe, diese drei Läufe durch dieses Mega-Labyrinth haben euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder, wie immer, einen Daumen nach oben macht oder irgendwas in die Kommentare schreibt, wie ihr das jetzt gefunden habt mit den drei Ebenen. Ich für meinen Teil bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich habe mein Versprechen erfüllt und sage damit herzlichen Dank an alle, die zugeguckt haben und verabschiede mich jetzt hier von diesem wahnsinnig geilen Mega-Labyrinth und sag tschö mit dir, ciao mit V und grüßt mir die Hühner!